Meine Freunde, es ist endlich soweit. Der lang und heiß erwartete DLC Sphere of Influence ist endlich erschienen und ich durfte das Ganze schon etwas früher spielen. An der Stelle Dankeschön an Paradox Interactive für die Möglichkeit, das Ganze hier für euch schon aufnehmen zu dürfen. Der DLC bringt das, was wir uns alle schon lange gewünscht haben, nämlich Machtblöcke, Investitionsmöglichkeiten, Monumente, Verstaatlichungen, neue Interaktionen und eine überarbeitete Interessensgruppe. Bin sehr, sehr gespannt, wie sich das spielen wird. Hab noch keine große Ahnung, aber welche Nation würde sich besser eignen, das Ganze anzutesten, als... Genau, Frankreich natürlich. Ihr habt alle Bock auf Frankreich, deswegen spielen wir heute mal... Nein, Spaß. Hab ich euch bekommen, oder? Natürlich spielen wir mit Preußen, was auch sonst. Ich habe Preußen schon 7 oder 8 Mal gespielt. Das ist die perfekte Nation für mich herauszufinden, inwieweit sich dieses Erlebnis verändert hat. Und natürlich die Basics, die sind erstmal weiterhin ganz basic. Wir beginnen mit Nationalismus. Beim Forschungsbereich ist das Ganze erstmal unverändert. Der DLC fokussiert sich auf andere Bereiche. Und wenn wir zum Beispiel direkt mal auf Diplomatie gehen, sehen wir zum Beispiel schon mal als neue Sache Investitionsrechte. Dann haben wir Machtblock beitreten, Machtblock verlassen, Verstaatlichung erzwingen. Und bei den diplomatischen Aktionen, also das sind ja quasi die militärischen Aktionen, dann haben wir quasi die in Anführungsstrichen friedlichen Aktionen. Da haben wir zum Beispiel einen Machtblock einladen, Lobbys finanzieren und eben hier Investitionsrechte intern, extern etc. Es liest sich alles sehr interessant. Wir sehen auch, die Österreicher hassen uns abgrundtief, das ist aber natürlich, denn die hassen uns natürlich, weil wir Rivalen sind. Gibt auch schon den entsprechenden Kartenmodus, Machtblöcke, da sehen wir nicht das Ganze auch mal ein bisschen. Wir sehen die Briten mit ihrem britischen Weltreich ganz schön dick aufgetragen. Fast so wie eine 18-Jährige auf dem Weg in die Disco. Dann der Zollverein, wie deutsch willst du sein? Dann das metternische System bei den Österreichern. Dann haben wir natürlich auch noch die Osmanen mit ihrem eigenen Haufen und die Russen natürlich auch mit dem Rossiskaya Imperija oder so. Ich kann kein Russisch. An der Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön an World of Warships für Sponsoren des Videos und das freut mich deswegen sehr, weil ich das Spiel schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit 2015, aktiv spiele. Das Spiel ist kostenlos auf dem PC verfügbar. Ihr könnt auswählen zwischen 13 unterschiedlichen Nationen mit über 650 historischen Schiffen. Dabei könnt ihr aus 5 verschiedenen Klassen auswählen. Den Schlachtschiffen, gewaltige Monster, die in der Lage sind, die Weltmeere in Angst und Schrecken zu versetzen. Kreuzer, schnelle Unterstützungsschiffe. Zerstörer, das sind die, die die Torpedos schießen und damit ganze Schiffe in die Luft jagen. Dann gibt es noch Flugzeugträger, die Dinger, von denen diese fetten Jets und Bomber starten, um Schiffe in Angst und Schrecken zu versetzen. Und natürlich noch den Counterpart dazu, nämlich U-Boote, die sind unter Wasser und schießen von dort aus ihre Torpedos. Das Ganze auf vielen verschiedenen Karten mit dynamischem Wetter, welches Einfluss zum Beispiel auf einzelne Schlachten nimmt. Die Grafik ist dabei ein weiteres Prunkstück des Spiels. Das Spiel sieht einfach wunderschön aus, seien es die Schiffe oder die Karten selber. Außerdem könnt ihr auch mit euren Freunden oder zum Beispiel mit mir oder den anderen aus der Community spielen, die mit der internationalen Krabben-Großmarine beitretet und dank regelmäßiger Updates mit neuen Missionen, Schiffen, Musikstücken, speziellen Events und natürlich auch den Battle Passen gibt es immer was zu tun. Und das allerbeste daran ist, wenn ihr euch über den Link in der Videobeschreibung oder dem angepinnten Kommentar anmeldet, bekommt ihr ein Starterpaket im Wert von 25 Euro. Damit könnt ihr schon mal richtig entspannt in das Spiel eintauchen. Das Ganze hat natürlich auch einen eigenen Reiter, den finden wir hier. Machtblock. Und da sehen wir auch schon, wer ist alles bei uns in der Hut mit drin. Wie groß ist der Zusammenhalt? Was für Prinzipien haben wir bei uns? Wir sehen hier die Gesamtanzahl der Mitglieder natürlich. Wir sehen ja auch ein paar andere Infos. Wir sehen zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt, die Armee, die Verrufenheit, die Marine, das Prestige. Und wir haben quasi die ganzen deutschen Staaten hier mit drinnen natürlich. Wir sehen auch hier bei den Nachbarstaaten, die haben alle einen sehr, sehr großen Nachteil, wenn sie uns beitreten würden. Deswegen wird das jetzt nicht einfach so passieren. Das ist halt dann wichtig, bestimmte Sachen wie Einfluss, Diplomatie, wie der Handel läuft etc. Dann sehen wir hier einmal alle Blöcke nochmal schön in der Übersicht und was für Modifikatoren es gibt. Grundsätzlich ist natürlich übrigens auch ein hoher Zusammenhalt immer besser als ein niedriger Zusammenhalt. Surprise. Bin auch sehr gespannt, wie sich die Performance entwickelt. Meistens ist es so, dass diese großen Updates meistens Performance-Verbesserungen mit sich bringen. Bin gespannt, wie sich das Ganze hier auswirken würde. Ich habe ja in letzter Zeit doch ein paar Runs gehabt, wo ich dann am Ende vor allem mit der Performance ein bisschen unzufrieden war. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier zeigen wird. Basic ist natürlich trotzdem noch größtenteils unverändert. Wir gucken, was unserem Land fehlt. In dem Fall Getreide. Die Leute müssen ja was essen. Ansonsten essen sie sich gegenseitig oder am Ende Worst Case noch mich. Das wollen wir natürlich alle nicht. Deswegen bauen wir jetzt auch erstmal ein bisschen was für Getreide. Weil wenn ihr irgendwas nicht wollt, dann verspeist werden von einem hungrigen Mob. Das könnt ihr mir glauben. Ziemlich unangenehm, habe ich mir sagen lassen.
Was mir auch schon aufgefallen ist, diplomatisch hat sich auch was verändert. Wenn wir einen Rechtsklick auf eine Nation machen, haben wir nicht mehr ein großes Fenster. Wir haben nun ein aufgeteiltes Fenster zwischen Diplomatenaktion und Diplomatieforderungen. Und das ist an sich eine nette Sache. Ist sicherlich auch notwendig geworden jetzt dadurch, dass wir halt relativ viele neue Sachen dazu bekommen haben, dass es nicht einfach zu unübersichtlich wird. Als Preußen ist halt unsere Aufgabe dann auch erstmal Beziehungen mit allen möglichen Nationen in unserem unsere Einflusssphäre in unserem Reich zu verbessern, damit wir die später dann friedlich integrieren können. Könnte natürlich sogar auch eine große deutsche Lösung anstreben. Dafür müssten wir dann auch noch Österreich auf unsere Seite ziehen. Ist aber ein relativ teures Unterfangen. Nebenbei werden wir noch ein paar Nationen, naja, auf den Kopf schlagen. Wir müssen ein paar Feinde ansammeln, dass wir mehr Einfluss bekommen. Dafür müssen wir Rivalitäten erklären. Das gibt uns nämlich Einfluss. Und die USA bieten sich da automatisch schon mal an. Die sind absolut uninteressant und langweilig gerade. Gibt uns dann einfach mal 400 extra Einfluss, was wir gleich wieder auf den Kopf hauen können. Und dann versuchen wir tatsächlich vielleicht heute mal eine großdeutsche Lösung. Bin mal gespannt. Rivalität erstmal beenden und dann gucken wir mal, wie sich das mit den Jungs entwickelt. Vereinigten Staaten haben uns auch direkt die Rivalität erklärt, das ist ganz nett, das wollte ich auch wirklich erreichen. Österreich hat uns mit einem Embargo gelegt, also das ist nicht so nett, das wird aber nichts mit unserer neu aufgebauten Beziehung, wenn die mir direkt wieder vor den Kopf stoßen bei der nächstbesten Gelegenheit. Ach, wisst ihr was, ich habe irgendwie Bock auf Steuern. Was versteuern wir denn heute mal? Wisst ihr was? Ihr wollt was zum Sitzen, dann müsst ihr extra Steuern zahlen. So, Investitionsrechte. Das klingt ja echt cool, ne? Investition hier, Investition da. Aber was ist das? Wir können quasi, wenn wir Investitionsrechte gewähren, beziehungsweise erbitten, dafür sorgen, dass wir in anderen Ländern oder andere Länder bei uns bestimmte Bereiche der Wirtschaft ausbauen. Das bedeutet, wir können zum Beispiel dann, wenn wir Investitionsrechte in Frankreich gewährt bekommen, in Frankreich zum Beispiel in eine Eisenmine investieren. Und im Gegenzug erhalten wir dafür einen Anteil der Produktion. Wir haben es ja auch quasi finanziert. Auf gut Deutsch gesagt ist, wir verleihen unser Geld und holen uns das auf unbestimmte Zeit mit Zins und Zinseszins aus den Minen wieder zurück. Perfektioniert hat man das ja auch in Afrika, wobei da hieß es Sklaverei, aber ihr wisst, was ich meine. Und das Lustige ist, ich erzähle euch das jetzt hier so ganz mutig und tapfer und habe es selber noch gar nicht ausprobiert. Ich habe halt nur erfahren, wie das funktionieren sollte, weil ich ja immer ganz fleißig auch Dev Diaries und Infovideos anschaue von den Updates. Sonst mache ich den ganzen Tag nichts. Warum garantiere ich eigentlich die Unabhängigkeit von Belgien? Digga, die sind mir scheißegal, Alter. Lass mal sein, ey. Ein Blödsinn, ey. Ich wollte jetzt unbedingt Berufspolizei erschließen. Relativ hohe Unterstützung, zum Glück keine Radikalität, aber wisst ihr was, wenn sie es unbedingt haben wollen, dann machen wir das halt auch. Gegen ein bisschen Polizei ist nichts einzuwenden. Gibt übrigens auch viele neue Events, ne? Das ist auch eine coole Sache. Aber warum genau sollte ich jetzt auf einmal Niederländisch-Ostindien helfen? Digga, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. So, wir haben jetzt aktuell zwei Prinzipien. Und wie ihr sehen könnt, wenn die Mandate voll sind, können wir ein weiteres Prinzip hinzufügen. Oder aber ein bestehendes erhöhen, was natürlich dann auch wieder eigene Vorteile mit sich bringt. Je höher, desto besser, würde ich mal grundsätzlich sagen. Ist ja wie mit dem Kontostand. Je mehr drauf ist, desto besser. Aber wir fügen erstmal ein neues Prinzip hinzu. Da gibt es dann Vasalisierung. Digga, ist einfach Europa Universalis 4 geworden. 25 Autorität pro Klientenland. Das ist interesting. Diese Dinger sind tatsächlich, muss ich wirklich sagen, deutlich stärker, als ich gedacht hätte. Da hat man noch zum Beispiel Technikverbreitung. Plus maximale Innovationsinvestition. Das ist so krass hier, das Zeug. Da weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme einfach mal die Baueffizienz. Let's go. Teure Militärwaren, Getreide. Wer kennt es nicht, das Getreide, was wir benutzen, um unsere Kanonen abzuschießen. Versucht mal, die Niederlande in den Machtblock reinzuholen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen wir dafür Lobbys finanzieren. Das kostet uns natürlich Geld, aber es erhöht den Wunsch der Interessensgruppen, sich Politlobbys anzuschließen, die uns freundlich gesinnt sind. Und verringert den Wunsch der Interessensgruppen, sich Lobbys anzuschließen, die uns feindlich gesinnt sind. Also auf gut Deutsch gesagt, wir finanzieren die Niederlande, dass die uns besser finden und unsere Feinde schlechter. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, weil ich einfach zu dumm bin. Wir haben ja ausländische Investitionsrechte erbitten und gewähren. Das heißt, gewähren würde ja bedeuten bei mir und erbitten wäre dann eigentlich bei den Sachsen. Deswegen mal gucken, ob ich das jetzt richtig mache, weil ich habe noch keine Ahnung. Ah ja doch, hier in ihrem Land, okay. Habe ich doch richtig verstanden. War mir jetzt hier wirklich nicht ganz sicher. Und nun können wir eben hergehen und einfach auf die Provinz klicken und dann können wir hier Glashütten erweitern, ausländische Investitionen, das kostet uns dann halt was. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal ein Holzfällerlager hier, klick. Und da sehen wir hier, das ist bei uns jetzt in der Bauliste eingereiht. Relativ dreist eigentlich, weil es ja nicht bei mir ist, aber wir bauen es ja für die quasi. Was, Lippe möchte uns Investitionsrechte im eigenen Land gewähren? Entschuldigung halt, excuse me, ich habe ja nicht Zeit, dass ich bei euch allen investiere. Naja, komm, egal. So, das Ding ist jetzt auf Stufe 2 von 4. Besitzer zur Hälfte Sachsen, die besitzen ja die Hälfte der Stufen, und zur Hälfte ich. Damit sehen wir, Dividenden
geht zur Hälfte an mich. Und diese 60 sollten dann auch rein theoretisch über, meine Güte, eigentlich hiermit auf unsere Holzbestände draufkommen. Ah ja, hier Holzweiler ganz Sachsen da. Ich meine, gut, das täuscht jetzt ein bisschen, weil wir die sowieso alle kriegen, weil es im gleichen Markt ist. Aber wenn es jetzt nicht im gleichen Markt wäre und wir würden investieren, was relativ unwahrscheinlich ist, weil die sich da meistens sträuben würden, dann sollten wir einen Anteil der Ressourcen auch bekommen. So, wir brauchen jetzt natürlich noch Schleswig-Holstein. Und das bedeutet auf gut Deutsch gesagt, wir müssen Krieg mit Dänemark führen. Das lässt sich nie vermeiden. Wenn jetzt dann nicht nur erstmal nur Holstein fordern, sondern auch gleich Schleswig, also wenn schon, denn schon. Und wir machen das auch noch gleich mit zu einer Hauptforderung. Das sorgt nämlich dafür, dass selbst wenn Dänemark jetzt sagt, okay, wir geben auf, wir haben keinen Bock auf Krieg, dass wir es trotzdem auch Schleswig bekommen. Ansonsten könnte es sein, dass wir zum Beispiel nur Holstein bekommen, wenn sie vorher aufgeben, bevor wir in die Fresse einschlagen. Jo, der Krieg ist ein bisschen größer geworden, als ich dachte. Britannien und Österreich haben sich auf dänische Seite gestellt, die Franzosen, Russen, Osmanen und Niederländer, Schweden auf meine Seite. Mindestens 75% der verfügbaren Länder sollten mal Nationalismus erforschen. Keine Ahnung, was sie den ganzen Tag machen. Haben schon über 5 Jahre hier verbracht, aber es geht nichts weiter. Transportinfrastruktur klingt auch sehr gut. Mehr Infrastrukturverbindung pro 100.000 und mehr maximale Infrastruktur durch Bevölkerung. Zusammenhalt ist auch supidupi, sind bei 78, arbeiten uns weiter nach vorne in der Zwischenzeit. Und wir könnten interessanterweise Schweden und Mecklenburg-Strelitz einladen in die Bude. Und da ich ja jemand bin, der grundsätzlich immer gerne neue Leute einlädt, würde ich mal sagen, beginnen wir mal damit und beginnen wir damit. Schweden hat übrigens abgelehnt. Keine Ahnung, warum sie dann erst ja gesagt haben, also keine Ahnung. Und da los, Alter. Ja, die Franzosen prügeln sich jetzt schon in den Bürgerkrieg. Idioten. Klassischer Frankreich-Move. Also unser Machtblock ist aktuell in Führung, was den Einfluss Hebel angeht, also den Einfluss, den wir haben. Und wir sehen auch zum Beispiel die anderen, die haben zum Beispiel 258, aber wir haben halt 288, ne? Tschüss, Britannien. Digga, der qualmt einfach. Rauchen ist ungesund, Kids. Übrigens, was ich auch sehr toll finde, das Interface hier wurde auch ein bisschen überarbeitet. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wie die Rücklagen sich entwickeln. Die entwickeln sich nach unten, das ist schlecht. Die entwickeln sich nach oben, das ist gut. Macht das Ganze quasi ein bisschen einfacher, genau auch zu sehen, wie die finanzielle Lage in den einzelnen Provinzen ist. Wo sieht es gut aus, wo schaut es schlecht aus. Wer kloppt sich hier eigentlich? Französischer Bauernaufstand gegen Französische Republik. Na, da schon, ja. Da in Persien los, Alter. Ich finde es übrigens lustig. Das sieht aktuell ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Sieht ein bisschen besser aus. Man sieht halt etwas deutlicher, wer da wo im Krieg liegt und wie das ausschaut. Aber wie gesagt, muss man mal gucken, wie das bei den anderen Sachen so ausschaut. Mir vorhin gar nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Aber es kommt doch, wenn man immer hier in diese Close-Up-Ansicht ist. Inzwischen haben wir jetzt die Niederländer auch ganz erfolgreich einen Handelsvertrag aufgeschwatzt. Der Handelsvertrag sorgt eben dafür, dass wir noch schneller unseren Vorteil für den Zollverein hier mit einbringen können. Sobald der 200 erreicht, sollten wir in der Lage sein, die in unsere Sphäre einzuladen. Ich muss aber sagen, das ist nicht so einfach, wie das zum Beispiel in Victoria 2 der Fall war. Wir müssen schon jede Menge machen, um hier auch irgendwie die Länder mit auf unsere Seite zu bekommen. Super Beziehung, Handelsvertrag, lange Lobbyarbeit. Ist aber an sich cool. Sorgt nämlich dafür, dass man ein bisschen was zu tun hat. Tja, wir müssen übrigens noch dafür sorgen, dass uns Österreich nicht mehr als Vereinigungskandidat durch die Quere kommt, in die Quere kommt. Die haben aber keinen einzigen Unterstützer. Wir haben alle Unterstützer aktuell. Aber wie gesagt, ich glaube, dass rein theoretisch mit sehr guten Beziehungen man vielleicht irgendwas erreichen könnte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sich das Ganze ein bisschen ausgebaut hat. Jetzt ist nämlich, glaube ich, Italien mit dem österreichischen Zollsystem drin. Kann auch sein, dass ich mich täusche, keine Ahnung. Wir haben jetzt internen Handel auf Maximalstufe gepumpt. Schön hier, schön da, schön tralala. Mehr können wir jetzt aber auch erstmal nicht mehr machen. Ich finde, das geht ein bisschen schnell für meinen Geschmack. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht täuscht mich das auch. Wir sehen hier übrigens auch ganz genau, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben jetzt mit 429 auf 462 den größten Trend. Die anderen sind alle zurückgehend. Das bedeutet, wir haben quasi bei Niederlanden jetzt aktuell noch den höchsten Zuwachs. Die anderen hingegen fallen weiter ab. Viele schöne Zahlen. Am Ende des Tages dafür sorgen, dass die Niederlande auf plus 200 kommen. Und das ist nun geschehen und damit können wir nun die Niederlande einladen. Das werden sie annehmen. Und damit herzlich willkommen im Zollverein, meine niederländischen Freunde. So, jetzt hat hübsch, oder? Meine Freunde, es gibt Sachen, die würde ich persönlich auch gerne mal machen, aber ich habe absolut keine Zeit für sowas. Und das ist neben meinen eigenen Videos zu schauen, zum Beispiel Angeln. Angeln ist eine ganz, ganz schöne Sache. Seht ihr da hinten, das sind Menschen, die andere Lebewesen fangen, um sie zu fressen oder wieder freizulassen, je nachdem, worauf sie Bock haben. Eigentlich auch eine total bescheuerte... Nee, eigentlich ist es scheiße. Warum würde man andere Lebewesen fangen? Aber wisst ihr, was ihr fangen könnt? Ihr könnt eine Krabbe fangen, indem ihr den Kanal abonniert. Würde mich sehr freuen, ihr unterstützt meinen Kanal, ihr unterstützt mich. Und ihr fangt keine Lebewesen. Keine echten. Ich bin fett.
Schön, oder? Schreibfehler. Braunschweig, Sachsen und Spanien, alle mit Anfangsbuchstaben groß geschrieben. Das geht so nicht. Minus ein Punkt Abzug. Kleiner Spaß am Rande. Digga, die Franzosen haben auch wirklich jeden Tag aufs Neue Probleme. Ich bin übrigens jetzt sicher, dass sie die Flaggen etwas dicker darstellen. Ich glaube, vorher war das nicht ganz so gut sichtbar. Aber was ist denn mit den Franzosen? Außer, dass sie im Krieg sind mit Spanien? Nee. Warte mal, was ist da los? Es ist ein Bauernaufstand, aber die sind auch im Krieg mit Spanien und, ach, keine Ahnung. Ist mir so ein Komplex für mein kleines Gehirn. Die werden von allen Seiten hops genommen, die Franzosen. Das System dieser Politlobbys ist übrigens folgendes. Wenn man eine von diesen Sachen erfüllt, steigt die Beschwichtigung. Wenn eines davon gemacht wird, sinkt die Beschwichtigung. Wenn die Beschwichtigung zu stark sinkt, dann gibt es Abzüge für die Unterstützer. Wenn die Beschwichtigung positiv ist, gibt es Boni auf die Meinung der Interessensgruppen. Das ist quasi so ein weiterer Punkt, wie man die Interessensgruppen beeinflussen kann oder halt auf die Fresse bekommt. Okay, irgendwie die Österreicher prügeln sich jetzt hier mit den Italienern, mit der Republik von San Marco. Was zur Hölle ist die Republik San Marco, Alter? Was soll das sein? Was ist das? Wenn du Venedig auf Wisch bestellst, oder? Na, Schweden hat eine 50-50-Chance zu akzeptieren, wenn wir den Verpflichtungsschulden in unsere chillige Gang beizutreten. Hamburg hat eine Chance von 100%. Na dann. Ah, tatsächlich haben beide ihre Akzeptierung eingeladen. Andersrum. Eingeladen, ihre Akzeptanz. Ach, meine Güte, ihr wisst, was ich meine. Relativ groß die Bude jetzt in der Zwischenzeit. Ah, der Zollverein. Das klingt so lustig. Zollverein. Nach in der Zwischenzeit 20 Jahren haben wir es geschafft, dass zumindest die Beziehungen mit Österreich mal herzlich sind. Plus Österreich hat damit begonnen, mich zu finanzieren, nachdem ich sie ja auch finanziere. Das heißt, ich finanziere jetzt Österreich und Österreich finanziert uns. Also wir finanzieren uns gegenseitig. Also eigentlich bezahlen wir uns selber. Also jeder bezahlt sich selber. Also ja. Oh, einvernehmlich. Guck mal, in der Zwischenzeit Hand in Hand durchs Land oder was? Stell dich vor, wir würden einfach dafür sorgen, dass Österreich zu uns gehört. Ja, meine Freunde, die deutsche Führung, die Welt wird von unserer Leistung erfahren. Ich meine, die haben es ja mitbekommen, wir haben ja ein kleines Duell gehabt. Aber damit haben wir endlich den Norddeutschen Bund gegründet. Das nächste wäre jetzt dann das Vereidigungsdiplomatie-Spiel. Übrigens immer das mit Hannover, das ist immer total nervig. Die sind nämlich hin und wieder Fußabtreter der Briten. Ich habe übrigens gerade Bock, nachdem ich mich ja eh mit ein paar Nationen angelegt habe. Oh, die wacht am Rhein. Oh, Beziehung verbessern. Nachher wird dann noch Lobby finanziert, Handel getrieben und so weiter und so fort. Da holen wir uns Belgien auch noch mit in die Bude rein. Ja, was gibt's sonst noch so? Die Vereinigten Staaten haben es nach wie vor nicht geschafft, irgendwas hinzubekommen. Ja gut, Kolonisierung von Afrika ist quasi nicht existent, weil Portugal alles dicht gemacht hat an der Küste. Was ist denn das für ein Move, Alter? Italien ist aber schon vereint. Gucken, ob die noch eine Rolle spielen werden heute. Wir können jetzt... Hey, das verstehe ich jetzt nicht ganz mit Deutschland gründen. Okay. Österreich unterstützt uns als Vereinigung. Ah, dafür sind die positiven Beziehungen gut. Na, dann gründen wir mal Deutscher, oder? Die unermüdlichen Mühen von Staatsmännern und Soldaten wurden belohnt. Deutschland wurde zu einem Staat vereint. Ein Hoch auf den König. Und dadurch, dass Österreich uns quasi unterstützt hatte, durch die positiven Beziehungen, die wir mit Österreich hatten, hat sich Österreich uns jetzt quasi angeschlossen. Das ist die stärkste Sache, die man quasi haben kann. Und das ist auch der Grund, warum es sich tatsächlich lohnt, positive Beziehungen mit Österreich aufzubauen. Es dauert lange, es ist teuer, es kostet Nerven, aber es rentiert sich, weil man einfach das größtmögliche und beste Deutschland gründen kann, was einfach unfassbar stark ist. Wir kommen jetzt auf entspannte 67 Millionen Bevölkerung. Ein entspanntes Bruttoinlandsprodukt von 70 Millionen, was uns direkt auf Platz 3 der Welt katapultiert. Spanien hat mit uns jetzt einen Verteidigungspakt geschlossen. Das ist natürlich logisch. Wenn ich vor meiner Haustür stehen würde, würde ich auch einen Verteidigungspakt mit mir schließen wollen. Das Problem ist, es gibt jetzt hier noch so ein paar Staaten, die sich geweigert haben, sich uns anzuschließen. Wie zum Beispiel die Bayern. Und das finde ich nicht in Ordnung. Denn Bayern gehört zu Deutschland. Naja, das sage ich jetzt hier in dem Video. Wenn man die Bayern fragt heute, dann würden sie was anderes sagen. Hauptforderung. Bayern gibt den Staat Bayern an das Deutsche Kaiserreich zurück. Sie werden annehmen. Okay. Performance-technisch sind wir jetzt in der Zwischenzeit über 30 Jahre drin. Es läuft noch. Also performance-technisch gut. Ja, ihr seht das auch. Läuft relativ flüssig. Das ist ja quasi der erste richtig deutsch-deutsche Krieg. Sozusagen. Naja, wird schön, dass wir Bayern wieder eingliedern können. Ich bin übrigens immer noch nicht sicher, ob man das jetzt besser sieht, wenn Gebiete besetzt sind oder nicht. Ich glaube schon, dass wir das besser sehen. Auch mit diesem Wedeln der Flagge, aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe auch einfach ein schlechtes Gedächtnis. Krieg ist jedenfalls schon gewonnen. Ich meine, alles andere wäre auch ein Wunder gewesen. Ich weiß nicht, wo die jetzt hier noch kämpfen, aber
Hat sich jetzt auch erledigt. Was? Jetzt wollen die Franzosen auch noch Stress? Digga, verpisst euch. Entschuldigung, weil ich so direkt werde gerade. Ein paar Gebiete hat Bayern noch unter eigenem Besitz. Wir müssen uns jetzt erstmal auf den Krieg gegen die Franzosen vorbereiten. Spanien bietet uns Unterstützung an. Das ist auch völlig legitim. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Verteidigungspakt mit Spanien. Und die sind so ehrig und ehren das Ganze. Der ist 15. Der schaut aus wie 7, Alter. Warum sind ja so kleinwüchsig? Moment. Kurz was wissen. Naja, aber bei denen sieht man es nicht, ob sie kleinwüchsig sind. Bei ihm schon. Achso, ich muss sie anklicken. Moment. Ne, der ist nicht so kleinwüchsig. Oh, Siam hat sich auf Seite der Franzosen gestellt. Wow. Oh. Die Briten würden uns unterstützen? Lass mich raten. Die wollen irgendwas ganz Unangenehmes. Marokko. Ach, scheiß auf Marokko, Alter. Können sie haben. Briten auf unserer Seite? Für Marokko? Jederzeit, Alter. Let's go. Italien? Was wollen die Italiener? Lombardei oder Venetien? Ihr könnt Venetien haben, meine italienischen Freunde. Wir werden die Franzosen zerstückeln wie eine Schweizer Torte, Alter. Können wir vielleicht noch ein Gebiet erobern? Zum Beispiel... Elsass-Lothringen hätte ich voll Bock drauf. Wo ist es denn hier auf der Liste? Also Elsass-Lothringen kann ich mir aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht holen. Ich verstehe absolut nicht, warum, was der Scheiß soll. Deswegen holen wir uns jetzt einfach Lorraine. Lieber das als nichts. Oh, Briten möchten einen Handelsvertrag, gerne. Jetzt haben irgendwelche Vollidioten das Bedürfnis, eine Sezession auszurufen. Leute, man geht mir doch nicht immer den ganzen Tag auf den Sack, Alter. Das ist doch so unnötig. Lasst euch doch einfach unterwerfen und ausbeuten. Wo sind die guten alten Zeiten hin, wo man einfach jeden ausbeuten und unterwerfen durfte? Das hat keinen gestört. Da schaut euch das an. Franzosen werden jetzt schon schön von Süden aus überlaufen. Alles andere hätte mich auch gewundert. Jetzt haben wir natürlich noch den Krieg hier gegen die Republik San Marino. Ich weiß nicht, was sie alle mit diesem San Marino haben, dass ich mir den ganzen Tag hier auf die Nerven geht. Französische Armee übrigens fast komplett aufgerieben in der Zwischenzeit. Die Armeen, die hier kämpfen, haben fast keine Truppen mehr. Was für Siam, Alter. Was soll ich mit Siam, Mann? Was wollt ihr von mir? Aber die Elefanten finde ich immer cool. Franzosen haben einiges verloren. Languedoc, Lorraine und französische Kriegsreparation und Marokko. Würde ich voll abfacken. Was? Verdammung der Kinder. Ja, echt, ohne Witz, Alter. Keiner mag Kinder. Ich schwör, wir haben einen Getreidebedarf. Seit Anfang an, ich weiß nicht, was die Leute alles speisen. Die speisen morgens, mittags, abends, nachts tonnenweise Brot jeden Tag. Württemberg, gebt mir doch bitte, bitte, bitte meine Gebiete zurück. Was, die Briten haben Rivalität erklärt? Ja, soll mich nicht nerven. So, Frauen haben jetzt wieder weniger Rechte als vorher. Das ist nämlich so, wenn man groß und stark wird, man gibt Frauen weniger Rechte. Scheinbar ist damals so gang und gäbe gewesen, keine Ahnung. Württemberg hat gar keine Rechte mehr. Chaos auf dem Hof. Ja, was gibt's auf dem Hof? Scheinbar eine große Menschenansammlung. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Ne? Einfach alles niederknüppeln. Unheiliges Treiben. Oh, das klingt doch gut. Ich liebe unheiliges Treiben. Ja, Hannover. Wir stecken halt... tief und fest mit den Briten in einem Bündnis. Ich denke mal, am Ende des Tages läuft es auf den Krieg zwischen mir und den Briten hinaus. Die Franzosen kriegen auch schon wieder auf die Fresse. Schon wieder von den Spaniern. Oder? Oh, nee. Die Franzosen haben den Spaniern in die Fresse. Hm. Oh. Elsass-Lothringen ist rechtmäßig deutsch. Auf alle Fälle, Alter. Das ist noch so richtig hart deutsch, Elsass-Lothringen. Jeder, der das in Frage stellt, ist ein Verräter. Tja, Spanien kriegt die Quittung dafür, dass sie mir geholfen haben. Schade. Waren echt nette Leute. Venezuela hat sich auf die Seite Dänemarks gestellt. Digga, die wissen noch nicht mal, wie man da rüberkommen soll, weil die haben kein einziges Schiff. Die können darüber schwimmen. Dann wären sie aber die ersten Menschen, die auch nur 50 Kilometer vor der Küste noch am Leben sind. Ich möchte übrigens die Gelegenheit ganz kurz nutzen, mich bei euch allen geilen Schalentieren zu bedanken für eure Unterstützung. Na, nicht nur die Kanalmitglieder, auch die normalen Zuschauer, die immer wieder hier mit auch bei diesen nicht ganz so hart zu vereinen vierlastigen Projekten zuschauen. Jeder View, jeder Aufruf, jeder Kommentar hilft mir und unterstützt meinen Kanal. Und natürlich auch ein extra fettes Dankeschön an alle Kanalmitglieder für diese endkrasse Unterstützung seit Ewigkeiten zum Teil. Mega fettes Dankeschön an euch, dass ihr all das hier ermöglicht und hoffentlich auf sehr coole weitere Monate und Jahre. Wir haben übrigens massive Probleme mit Radikalen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Wir sind sehr unbeliebt. Hängt doch damit zusammen, dass unser Kaiser es leider irgendwie nicht schafft, Beliebtheit in der Regierung hochzuhalten. Ach, Bayern. Gib mir alles. Nur mit diesem kleinen Scharmützel können wir jetzt dann die Bayern endgültig integrieren. Ja, jetzt fehlt nur noch Hannover und gegebenenfalls die Dänen. Die sind hässlich. Ich mag dieses Pink überhaupt nicht. Aber die sind irgendwie seit 80 Jahren im gefühlten Bürgerkriegszustand. Ich habe auch keine Ahnung. Ist das so diplomatisch was? Ja, ist es auch. Wir warten mal, bis die sich da geeinigt haben, wer der Boss im Ring ist. Wir können übrigens Belgien einladen, aber die lehnen ab. Wenn wir eine Verpflichtung... lehnen sie trotzdem ab. Aufgrund von Haltung feindselig. Naja, müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Händchen halten. Das heißt, Hannover auch noch ein Bürgerkrieg. Moment. Moment.
Das wäre doch die perfekte Gelegenheit, oder? Warum darf ich mich nicht einmischen in den Bürgerkrieg? Das finde ich ja relativ diskriminierend, wenn ihr mich fragt. Dicker Spanier hat übrigens den Krieg gegen Frankreich gewonnen. So, Beziehungen mit Belgien sind jetzt herzlich. Langt das jetzt, um die einzuladen? Oder immer noch nicht? Immer noch nicht, meine Güte. Wie soll man aufhören, hier so rumzuheulen, Mann? Was für Feind sie dich überhaupt, Digga? Ich mach doch gar nichts. Ich chill doch hier nur den ganzen Tag. Das müssen wir eigentlich machen, damit die antifranzösische Liga happy ist. Beziehungen verschlechtern. Verträge brechen. In die Fresse schlagen. Diplomaten ausweisen. Rivalität. Ah, plus 4. So schnell kann man sich Leute auf seine Seite bringen. Ach, leider ist Hannover immer noch mit in diesen hässlichen Allianzensystemen drin. Was sind da los? Briten gegen Frankreich? Nanu? Gerade eben noch Best Buddies und jetzt Enemies? Unsere Regierung ist so illegitim, wie sie nur sein kann. Aber wir können es zum Glück umstellen, indem wir den Junkern alleinige Macht geben. Wir können Bündnis mit Belgien eingehen. Okay. Jetzt lieben sie uns. Und damit können wir sie jetzt auch automatisch in den Machtblock einladen. 93%, das sollten sie ja wohl annehmen. Sehr gut. Das ist unser Machtblock, meine Freunde. Wir sind in der Zwischenzeit relativ groß. Russen sind immer noch klein. Briten machen ihren eigenen Tee. Und die Spanier? Die Spanier können wir auch einladen in der Zwischenzeit. Weil haben die es. Ja, haben auch angenommen. Sehr cool. Schau euch unseren Machtblock an, Freunde. Natürlich durch das Beitreten in so einen Machtblock ist es natürlich auch automatisch so, dass wir der Boss Meng sind. Wir kontrollieren quasi alles. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie gegen uns noch in Kriege beitreten, ist sehr, sehr gering. Dass sie auf unserer Seite beitreten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß. So, Leute, wir legen uns jetzt mit den Briten an. Es ist an der Zeit, dass wir ein für alle mal klarstellen, dass Hannover zu uns gehört und nicht zu den Briten. Und die anderen Gebiete hätte ich auch noch gerne. Wir holen uns nämlich dieses Mal alles. Nicht nur ein, zwei... Sorry. Falsch. Wo war ich jetzt stehen? War hier Staatsrückgabe? So. Möchte alles haben. Geil, die haben Bürgerkrieg. Das wird so ein easy going, Alter. Ich muss mich gar nicht anstrengen. Ich hätte nicht mal Soldaten ausheben müssen. Hannover hat auch direkt schon kapituliert. Das Ding ist durch. Die Briten boxen sich gegenseitig. Ich habe Hannover besetzt. Jetzt muss ich nur noch chillen und abwarten. Die möchten noch keinen Frieden schließen. Ich bin mir sicher, das wird sich bald ändern. Bin mir sehr sicher. Tja. Meine Freunde. Sieht doch schön aus, oder? Fassen wir abschließend zusammen. Die Performance ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin positiv überrascht. Die neuen Machtblock-Mechaniken sind durchaus unterhaltsam. Und das neue Machtblock-System ist durchaus auch eine sehr, sehr schöne Erweiterung, weil man einfach diplomatisch neue Möglichkeiten hat, seinen Einfluss auf andere Nationen auszuweiten, was dann auch etwas mit diplomatischer Festigkeit gibt, da die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, sehr, sehr gering ist, beziehungsweise unmöglich, dass ein Mitglied aus einem Zollverein sich gegen einen direkt stellen kann. Ansonsten gibt es auch noch ein paar weitere Verbesserungen im Interface, neue Events, natürlich dann noch die neuen Polit-Lobbys, was ich auch sehr interessant und ja, auch gar nicht so schlecht gemacht finde. Alles in allem ein ganz runder DLC. Wenn euch das Ganze gefällt, findet ihr den Link dazu auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und nicht vergessen, keine Krabben essen.